Sonnabend, der 27. April 2024. Es soll wieder wärmer werden. Ab heute geht's rauf mit den Temperaturen. Zwar in manchen Stellen von Deutschland ziemlich schnell sogar. Und da sind sogar Sommertage angekündigt. Bei uns wird's nicht ganz so heftig, wie wir das immer gewohnt sind. Es sind gerade heute Morgen so 3-4 Grad und ein bisschen nebelig. Und ja, bis zum Mittag schaffe ich wohl, dass ich noch 14 Grad abbekomme. Allerdings, und das sieht man ja schon, es wird sehr sonnig heute. Wobei morgen und Montag dann auch schon wieder bewölkt und Regen angekündigt ist. Eigentlich schon ab heute Abend. Und wenn ich den Wetterbericht richtig verstanden habe, gibt es im Osten Deutschlands richtig Sommer schon. Naja, 16 Grad Höchsttemperatur bei uns. Also da kann von Sommer noch keine Rede sein. Aber es ist doch frühlingshafter und bei weitem nicht mehr so kalt. Es weht ein ziemliches Lüftchen aus Osten und der Wind ist noch ganz schön kalt. Aber der strahlende Sonnenschein und dieser wundervoll blaue Himmel macht alles wieder gut. Das wird ein richtig schöner Tag, zumindest bis nach dem Mittag. Eventuell wieder Wolken aufziehen. Ich werde es genießen, ich bin ganz früh los und habe die Sonne aufgehen sehen, die dann den Nebel auch ganz schnell vertreibt. Allerdings sind die Rabenkrähen tatsächlich wieder in ihrem Modus. Das ist natürlich nicht so schön. Sie tun so, als wäre ich eine Fremde. Und sie zanken sich auch ständig. Das kleine Rehböckchen, was hier gerade durchspaziert ist, das hat sich tatsächlich hinter dem Holzstapel zur Ruhe gelegt. Also ich sitze hier immer so schräg von ihm weg. Der Wind kommt allerdings von ihm her, sodass er mich vielleicht tatsächlich gar nicht bemerkt hat. Aber das sind vielleicht 25 Meter, mehr nicht. Und ich saß hier schon, als er kam. Die Maischen, die toben, wenn Sonne scheint, immer besonders schön. Das macht richtig Spaß zuzuschauen. Beim Gezanke meiner Rasselbande allerdings nicht. Meine Güte, Leute, das sind 5, 6 Junge. Na, diese Jungen, die scheinen aber wirklich komplett normal zu sein. Zumindest, was ich über dieses kleine Display sehen kann. Die sind agil und spielen miteinander und toben da rum. Bei dem letzten Mal, wo ich dieses Trio beobachten konnte, das letzte Mal, als der Fuchsbau besetzt gewesen ist, da hatten wir ja so ein Drama. Da konnte man ja von Anfang an spüren, dass da was nicht stimmt. Und dann gab es ja den Kleinen mit der verkrüppelten Vorderpfote. Und ich hatte am Ende dann doch nicht das Gefühl, dass die durchgekommen sind und so. Aber hier, das sieht doch ganz anders aus. Die sind agil und fit. Sehen auch alle gesund aus und das bei der Menge. Unglaublich.
Es ist tatsächlich wieder eine Fuchsfamilie im alten Fuchsbau. Ich habe schon gedacht, ich werde dieses Jahr überhaupt keine sehen. Beziehungsweise habe ich noch überhaupt keine gesehen bis jetzt. Weder von den Eltern noch irgendwas Kleines. Und jetzt gleich so eine große Familie. Das ist ja unglaublich. Da will ich doch wirklich mal alle Daumen drücken, dass die Familie auch alle durchkriegen, damit auch alle groß und stark werden. Jetzt, wo die Kühe auf der Weide sind, wird das ja noch mal ein Ticken schwieriger, dass die Fuchseltern da auf der Weide jagen können. Da müssen die aber ganz schön weit streunen oder pirschen, so sagt man, um Beute zu machen, um die kleinen Schnäuzchen und Mäulchen alle satt zu kriegen. Ist ja Wahnsinn, Mensch. Habe ich noch nie gesehen, so eine große Familie. Und sie scheinen alle gesund und munter zu sein. Eins davon scheint mir etwas zu klein geraten zu sein. Aber das ist ja, denke ich mal, normal bei so einem großen Wurf. Da können nicht alle gleich stark sein. Zwei davon sind ja wohl offensichtlich richtige, kräftige Racker. Na, ich bin gespannt, ob ich das noch mal ordentlich beobachten kann. Weiter ran komme ich leider nicht, weil, wie gesagt, die sind mitten auf der Weide, wo jetzt gerade seit ein paar Tagen die Kühe draufstehen und der Zaun vollgeladen ist. Ich würde auch so nicht drauf gehen, schon ganz und gar nicht, wenn die Kühe drauf sind. Die haben ja auch Kleine dabei. Also das wäre wirklich dumm. Aber das ist doch wirklich wieder toll, dass tatsächlich wieder Füchse zu sehen sind. Ich war schon ganz traurig, aber das hätte ich mir nicht antun müssen. Es ist zwar schon spät, wo ich sie entdecke. Die haben sich bisher also wirklich sehr bedeckt gehalten, weil, also das ist ja wieder direkt vor meinem Beobachtungsplatz in der Kuhle, die hätte ich längst sehen müssen, wenn sie sich schon mal rausgetraut hätten. Aber wahrscheinlich war das auch viel zu kalt. Und jetzt, wo die ersten Sonnenstrahlen wärmen, da genießen die das. Genau wie ich. Nur die Krähen, die zanken sich. Aber das ist doch allerliebst, oder? Wie die sich hier miteinander beschäftigen und rumtollen und miteinander kappeln. Wirklich allerliebst. Naja, am Dienstag soll bei uns dann auch tatsächlich mal die 20-Grad-Marke geknackt werden. Da sollen wir auch bis 22, 23 Grad bekommen. Und soweit ich noch geschaut habe, auch am Maifeiertag. Aber das ist ja eigentlich noch lange hin. Da kann sich noch so viel ändern. Auf jeden Fall ist die Kälte wohl erstmal vorbei. Morgen wird es schon wärmer als heute. Und am Montag auch nicht weniger, sodass man sagen kann, der Frühling ist jetzt da. Wir haben zwar ganz schön Wind, also jetzt keinen heftigen, aber doch wirklich ein richtig kaltes Lüftchen. Und da ist es doch wirklich in der Sonne gerade so auszuhalten. Naja, wie gesagt, wir haben bis zum Mittag höchstens um die 14 Grad. Und danach ab 2, 3, vielleicht 16. Das ist für heute Höchsttemperatur. Aber alles Leben rundum genießt es.
Da haben sich zwei Hähne andauernd in der Wolle bzw. in den Federn. Da ging es vorhin richtig zur Sache. Ich habe gerade die kleine Eiche hier mit den Sachen bestückt, die ich für die Vögel hier immer noch hintue. Und da musste ich tatsächlich in die Hände klatschen, damit ich den Revierboss hier von einer anderen Krähe runterkriege. Oh, da stand der regelrecht drauf. Die hat geschrien und er hat immer noch hingehackt mit dem Schnabel und so und nicht locker gelassen. Kaum hatte sie sich befreit, war ein Stück weiter, ging das Ganze von vorne los. Ja, aber es war das Ende vom Lied. Ich habe zwar mit meinem Klatschen und so dafür sorgen können, dass das aufhört, aber dann sind sie ein paar hundert Meter weiter geflogen, dann hörte ich das Geschrei von da. Da braucht sich Mensch nicht einmischen. Bringt nichts. Das Schneeweißchen, also die Krähe mit den weißen Flügeln, die habe ich heute auch gesehen. Allerdings habe ich da nicht gefilmt. Das war noch im Nebel heute Morgen an der großen Futterstelle. Meiner Meinung nach ist sie mir nicht gefolgt an den nächsten Stellen. Die hat wohl zu viel Respekt vor den Revierinhabern. Aber ich habe sie gesehen. Sie ist fit. Und alles ist gut. Ich muss mir keine Sorgen machen. Jetzt wird der Wind auch eindeutig immer mehr. Also, das Wetter kommt heute aus Südost so. Und ja, dementsprechend kalt ist ja der Wind, habe ich ja schon gesagt. Hui. Und von dort soll ja nachher auch das bewölktere, vielleicht sogar regnerische Wetter kommen. Heute habe ich ja richtig was Schönes erlebt. Das war so toll mit den kleinen Füchsen. Da freue ich mich so derart, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich hatte echt schon alle Hoffnung aufgegeben, dass ich dieses Jahr welche sehe. Und dann gleich mal 5 oder 6. Ich muss erst mal zählen, wenn ich nach Hause komme und mir die Bilder anschaue. So, und nun ist auch noch der Feldhase direkt an mir vorbeigehoppelt hier. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt nicht packen will und noch an eine andere Stelle gehen. Da kam er um die Ecke, als wollte er sagen, ach, lass dir doch Zeit. Heute ist so schön, genieß es einfach, bubbel noch ein bisschen. So, also das ist einfach nur schön heute. Aber nun bin ich ja doch auf dem Weg zu meinem Fahrrad und werde dann den Heimweg antreten. Es macht sich nämlich immer mehr, wie soll ich sagen, man merkt, dass die Leute jetzt alle loslaufen und ihre Runden drehen. Das ist bei 11 rum. Ich bin seit kurz vor 6 unterwegs. Da war auch schon wieder Hund zu Besuch und dann denke ich mal, dann werde ich jetzt auch gehen, damit die Rasselbande die Reste aufpickt und hier nichts mehr rumliegt und sie alles bekommen haben, bevor der nächste Hund kommt. So, na, dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen und fürs Interesse und hoffe, euch hat Spaß gemacht und die Bilder haben euch gefallen, die ich zusammengetragen habe. Dann sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Und ich sage Tschüss, bis dahin.